Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Project Cast. Die Typen im Hintergrund winken schon fleißig. Da winken sie. Und die sagen auch erstmal Tag und Hallo und erstmal ein dickes Dankeschön an 18.000 verdammte abgefahren Abonnenten. Wie abgefahren ist das denn bitte? Auf das es so weitergeht, auf das es euch immer weiter vermehrt und auf das die alten Leute in der Community, die neuen, weiterhin so gut aufnehmen, wie sie es bis jetzt immer tun. Also großes Applaus an euch. Danke, danke, danke. Ja, und da können die im Hintergrund nicht oft genug winken. Mir fehlen da auch echt schon die Worte. Es gibt leider kein Special-Video. Es gab ja jetzt auch 2 Tage lang keine Videos. Es tut mir leid. Es ist zeitlich immer gerade ein bisschen scheiße knapp und auch keine Community. Ich beiß mir selber in den Fuß, weil ich so gelenkig bin. Aber es geht immer nicht anders. Seid bitte nicht böse. Ich bin sehr dankbar, dass ihr nicht böse seid. Ja, und deswegen sage ich halt im Video, seid bitte nicht böse, damit es auch so bleibt. Finde ich sehr, sehr gut. Aber da kommt bald wieder etwas mehr Regelmäßigkeit rein. Ich nehme mir es zumindest vor. Ich kann es nicht versprechen, weil ich will euch nachher nicht enttäuschen. Aber vorgenommen habe ich mir das auf jeden Fall. So, die Typen winken immer noch. Wir sitzen im Lowly Gentleman, was ich ziemlich geil finde. Und wir sitzen hier gerade im BMW 2002 Stancework Edition. Und das Ganze wieder auf Bannockbrä oder Bannockbrä. Und das ist ein sehr, sehr schönes Fahrzeug. Wir haben natürlich schon den BMW 2002 im Spiel, der mit 170 PS daherkommt. Und auch sehr, sehr schön ist und den wir auch letztes Mal im Community-Rennen gesehen haben. Allerdings hat der hier nochmal ein bisschen mehr Schmalz an der Hütte natürlich und ist auch nicht straßenzugelassen, also Rennwagen. Und ich glaube, ist in der Touring-Car-Klasse, zumindest wenn man die Autos sucht. Und dann fährt er hier aber in der B-Historic Classic mit und das werden wir gleich auch sehen, weil wir fahren gleich ein Community-Rennen, die KI ist hier auch gerade schon auf einer Qualifahrt unterwegs, aber irgendwie fährt hier keiner vorbei. Ich glaube, das wird nichts. Müssen wir uns aber gleich mal angucken. Naja, so sieht das gute Ding aus. Sehr schön. Ich mag die Lackierung sehr, auch mit der durchgestrichenen 67 und so. Schon ganz cool. Ja, und wir haben halt 100 PS mehr als die 2002-Variante, die jetzt schon im Spiel war. Das heißt 275 Turbo PS auf 1060 Kilogramm verteilt. Ja, und im Hintergrund diese schöne neue Strecke, die dazugekommen ist. Finde ich sehr, sehr geil. Ja, über die Brücke fahren wir auch drüber, ne? Ah, schon sehr, sehr schön. Ja, ich würde sagen, wir legen los. Gehen mal eben zurück in die Box. Da. Was? Hier, das läuft schon seit 45 Minuten, also man kann ja hier die Zeit vorstellen. Huch, ich hatte mein Lenkrad noch ein bisschen eingeschlagen und das zählt als Rechts-Links-Befehl. Naja, auf jeden Fall läuft das hier schon seit 45 Minuten und keiner schafft eine gültige Runde zu fahren. Ich glaube, das liegt an der Schikane im Dorf, weil die da immer gegen die Wand fahren, zumindest wenn sie alleine auf der Strecke sind. Irgendwie im Rennen scheint es besser zu laufen. Es ist ein bisschen seltsam, aber dafür lieben wir Project Cars nicht. Oder? Egal, es geht los. Wir fahren 5 Runden. Tja, Prefrock ist auf Platz 2. Ja, ist jetzt natürlich keine richtige Quali zustande gekommen. Oh, ich frage mich gerade schon, wie cool ist denn diese Sicht bitte? Aber das war ja noch die Gestellte, die wir uns so gebastelt haben. So, und jetzt geht's los hier. Warte. So, und dann bist du hier. Machen wir dich auch noch weg, jawohl. Ja, und dann geht's ab und wir sehen direkt schon 2 Mustang. 2+2 Fastbacks vor uns. Nein, dann nehmen wir uns. Ach nee, ist die Rote Sau, die ist ja auch mit dabei. Geil. Rote Sau ist mit dabei. Der 2002er Turbo sehen wir da vorne links in Rot. Ist auch mit dabei, aber wird halt keine Schnitte haben gegen uns. Und Ford Escort ist ebenfalls mit dabei. Da sehen wir es. Eigentlich ein ganz schönes Trüppchen, was hier zusammenkommt. Auch wenn die leistungsmäßig jetzt ein bisschen auseinander liegen, würde ich jetzt vielleicht einfach mal sagen. Ich finde es aber interessant, dass wir auf der Geraden etwas schneller sind als die Rote Sau, die ja doch mit 6,8 Litern daherkommt und V8 beinhaltet. Aber gut, wir konzentrieren uns ein bisschen aufs Rennen. Ich kann direkt schon mal zum Fahrzeug sagen, dass es mir optisch sehr gut gefällt. Wir haben uns jetzt den Cockpit gar nicht anguckt. Oha, das war schlimm. Das war nicht gut. Oh nein. So, hoffentlich bin ich gerade ausgerichtet. Schnell 2x Steuerung K drücken. Dann müsste es doch wieder gehen, dass wir uns hier umgucken. Jawohl. Aber ist natürlich im Rennen auch keine gute Idee. Zumal es hier schon direkt zur ersten brenzligen Kurve kommt. Ja. Schön kranz in die Felgen gefahren. Naja, ist auf jeden Fall ein Auto, was sehr übersteuerfreundlich ist. Und mit freundlich meine ich nicht unbedingt gut spürbar, sondern der übersteuert einfach immer. Und lässt sich dann teilweise echt schwer wieder abfangen. Weil man sehr viel rühren muss, damit was passiert. Ist ein sehr rührendes Fahrzeug. Aber das werdet ihr gleich bestimmt noch sehen. In der Quali bin ich losgefahren, natürlich mit kalten Reifen. Das war ganz schrecklich. Jetzt mit warmen geht's einigermaßen. So, hier. 100 PS. Abzug, easy. Nein. Ich bin so schlecht. Es tut mir so leid.
So, hier kommt ja gleich die Schikane. Ja, und da haben auf jeden Fall ein paar Fahrzeuge Probleme, in der Spur zu bleiben. Und deswegen sind wir ja auch schon Achter. Ja, und ich glaube, das ist der Grund, warum die in der Qualifying keine gültige Zeit dann hinkriegen. Andererseits habe ich jetzt auch noch keine KI bei einer kompletten Runde im Qualifying-Modus beobachtet. Die Mustangs kommen ja aus dem Old vs. New DLC. Schon fast wieder ein komplettes DLC-Feld hier. Außer der Escort und die rote Sau. Ja, okay. Ist einfach mal 40%. Sind nur 60% DLC-Fahrzeuge. Ist gar nicht so viel. Da seht ihr, was ich meine. Der ist auf der Bremse, auf dem Gaspedal immer am Übersteuern. Wir sind jetzt hier natürlich im dritten Gang ein bisschen niedrig, tourig unterwegs. Deswegen ging das noch. Aber die Tendenz sieht man, glaube ich, wohl. Wow! Ja, das habe ich ja schon im letzten Video gesagt. Alter, ja, okay. Dass der Mustang da jetzt nochmal so langsam wird. Ich dachte, wir können uns da schön nah an ihm vorbeischleichen, wenn es wieder auf die Gerade geht. Aber dass der da nochmal so langsam wird, habe ich jetzt nicht gedacht. Alter! Ja, auch einen guten Abflug gemacht. Naja, was ich sagen wollte, es ist ja witzig. Und den Spruch habe ich auch schon im letzten Video gesagt, dass sich alle Fahrzeuge im DLC besser driften lassen als das vermeintliche Driftauto. Allerdings natürlich auch wieder mit der Rechtfertigung, dass es natürlich nur aufs Driften ausgelegt ist und auf nichts anderes. Und dann auch mit den 1200 PS, wenn man mit Turbolader aufdreht, völlig übermotorisiert ist natürlich auch. Und dementsprechend nachvollziehbar ist der Schwierigkeitsgrad von der Karre. Mit kalten Reifen war ich extrem enttäuscht hier vom BMW. Mit warmen Reifen geht's. Weil der einfach, was heißt extrem enttäuscht, aber extrem verwundert, wie krass der übersteuert. So rum müsste man es eigentlich sagen. Ob es realistisch ist, kann ich überhaupt nicht einschätzen. Ich denke mal, wenn es die Rennvariante ist, wird die wohl Slicks haben. Natürlich ist das Auto von Arno Muff. Aber ich weiß nicht, in manchen Situationen würde ich mir doch denken, dass da ein bisschen besserer Grip herrschen könnte. Oh, und jetzt nicht über die Brücke, also schon über die Brücke, aber nicht gegen die Brücke. Und nicht die ganze Zeit gegen den Bordstein hier. Oh, schön Felgen kaputt. 7 Sekunden Abstand zum Tjord. Oh. Scheinen keine 2002er Stanceworks BMWs vorne zu sein. Die kämpfen sich wahrscheinlich gerade noch nach vorne und überholen uns dann gleich irgendwann, weil ich bin definitiv nicht so schnell wie die KI im gleichen Fahrzeug, glaube ich. Alter! Das meine ich! Oh, da denkst du, kannst locker rausbeschleunigen, aber Pustekuchen. Und das bei 150 im vierten Gang. Also ich weiß nicht, ob da die 275 PS ausreichen, um da so viel Action reinzubringen. Aber hey, lass ich mich doch gerne eines Besseren belehren. Außerdem macht es doch irgendwie Spaß. Verdammt. Aber deswegen heißt sie Leitplanke, damit sie uns in die richtige Bahn leiten kann. Oh, und da vorne ist ein Escort. Ich dachte, es wäre was anderes. Aber okay, so schnell, wie wir die 7 Sekunden jetzt aufgeholt haben,
schön! Natürlich ganz klar ein Leistungsvorteil. Ja, ich dachte schon, wir crashen wieder. Sehr gut. Auch wenn wir da den Escort ein bisschen abdrängen mussten. Ja, KI steht auf 94%, habe ich glaube ich gerade schon gesagt. Könnte man hier vielleicht wieder etwas höher schrauben, das Ganze. Aber auch nochmal mit dem Verweis darauf, dass wenn da jetzt glaube ich ein 2002er Stanceworks BMW vor uns, hinter uns wäre, der wäre ganz schnell weg. Weil ich halt zu viel rumdrifte hier auch und so, das ist nicht schnell alles, glaube ich. Das ist auch eine sehr geile Stelle hier übrigens, sieht optisch richtig nice aus. Rechts der See und dann geht es so bergab so ein bisschen... So ein bisschen Fuchsröhre-mäßig. Fuck! Ich wollte nicht einschlagen und stattdessen haben wir uns sogar hier richtig gedreht. Scheiße. Na gut, aber dafür sind wir auch nicht eingeschlagen. Und die Karre ist noch heile. Scheiß auf den Platz, den wir verloren haben. Das kriegen wir in den letzten zwei Runden bestimmt noch aufgeholt. Wer kommt da hinten? Rolly Brunner. Ich kann leider nicht sehen, was der jetzt für eine Lackierung hat. Oder ob sich das um ein BMW handelt oder nicht. Aber werden wir gleich sehen. Vielleicht. Eventuell. Wenn wir nochmal Scheiße bauen. Müssen wir sehen. Verdammte Scheiße. Auch mal schauen, was wir so für Rundenzeiten fahren überhaupt. Kann ich gar nicht einschätzen hier auf dieser 7 Kilometer langen Strecke. Aber da haben wir wieder den BMW-Lackierungsfaker, der... Alter Schwede. Ja, es fällt noch ein bisschen schwer, die Grenze zu erkennen, wann er gerade auch auf der Bremse ins Übersteuern gerät. Fühlt man noch nicht so richtig. Aber ihr kennt ja auch die Force-Feedback-Einstellung von Project Cars. Die sind ja zigfach verstellbar. Da kann man sich also bestimmt was Gutes zusammenschustern. Jetzt aber, ja, das war klar. Wer zu schnell ist, den bestraft die Leitplanke. Boah. Oh nein, auch zu schnell, oder? Nein, sind wir gar nicht. Wir lassen eine Menge Rauch stehen, aber... kommen um die Kurve. Und biegen in die letzte Runde ein hier.
2,53. Und da geht natürlich noch einiges. Ihr seht ja, wie ich fahre. Übrigens hatte der Stanceworks 1er M natürlich doch Turbos. Das war nämlich witzig. Ich habe ja im Video gesagt, ja, scheint ein Sauger zu sein, weil er sich so linear auch anfühlt vom Drehmomentverlauf und bla. Ist aber eigentlich der 2-Turbolader, glaube ich, und dadurch wird dann auch die Overboost-Funktion möglich gemacht. Und witzigerweise konnte ich das Replay-Footage nicht wegspeichern, musste also nach der Aufnahme nochmal hingehen und ein bisschen was für die Replay aufnehmen. Und als ich das gemacht habe, habe ich ihn nochmal wieder auf die Strecke begeben. Und dann schalte ich in meinem ersten Schaltvorgang Turbopfeifen. Ich denke so, was? Und ab da bei jedem Schaltvorgang ein Turbopfeifen oder halt das Turboablassgeräusch, Blow auf Ventil, fuck. So, und da habe ich gedacht, ja, Turbomotor, geil. Das war wieder Scheiße erzählt im Video. Und dann habe ich, glaube ich, nochmal die Grafik hochgestellt und danach die Replay aufgenommen. Und da war wieder kein Turbosound, Turboablassgeräusch. Ja, also da ist auch wohl noch irgendwie was Verbuggtes. Und das hat auch, glaube ich, jemand in die Kommentare geschrieben, dass er sich wundert, warum ich denn kein Turbogeräusch hätte. Aber, ja, ist ein bisschen buggy bei mir offensichtlich. Boah, das war arschknapp. Habt ihr das gehört, wie ich immer so ein bisschen mit dem Gas... um den so noch ein bisschen weiter rumkommen zu lassen, damit wir die Leitplanke nicht mitnehmen. Hat glücklicherweise geklappt. Alter! Da hat's mich aber jetzt sowas von verrissen. Da war ich nicht drauf vorbereitet, dass der so weit geht. Jetzt mal eben schnell hier das Rennen nicht verlieren. Es ist tatsächlich die rote Sau, die da ankommt und die hier am schnellsten zu sein scheint, oder was? Haben wir jetzt doch schön ausgebremst. Das gibt's nicht! Oh, das war knapp. Und das ist schon Startzielgerade. Da haben wir nochmal ein kleines Fotofinish noch gemacht. Wieso hat er echt zwei Spiegel? Achso, da ist der Außenspiegel schon. Der sitzt nur ein bisschen weiter innen. Ja, okay. Danke fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei wart. Schönes Auto, wenn auch mir ein bisschen zu rutschig. Aber ich habe ja auch nichts am Setup gemacht. Da geht bestimmt auch noch was. Und so weiter und so fort. Eigentlich aber ein schönes Ding. Ich sage danke fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei wart. Ja, und ein Handkuss für euch 18.000 und für den ganzen Support und so. Liebe, 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 ich forme gerade Herzen mit sämtlichen Körperteilen, aber ihr seht sich. Fühlt euch geschmeichelt und geehrt. Ich sag danke fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.